Dann kann sie ihr Kopftuch ausziehen. Let's go. Kannst du dein Kopftuch ausziehen vor mir? Ja, wir sind ja schließlich verheiratet. Das stimmt. Kannst du dein Kopftuch ausziehen, wenn du schlafen gehst? Ja, oder hast du mich beim Kopftuch gesehen, als ich geschlafen habe? Nein. Ja, also. Kannst du dein Kopftuch ausziehen, wenn du duschen gehst? Ja, es wäre ein bisschen komisch, wenn ich nicht duschen würde. Bisschen cringe, ja. Kannst du dein Kopftuch ausziehen, wenn du nach Hause kommst? Ja. Also musst du nicht die ganze Zeit hier eingebunden bleiben. Nein. Nee? Super. Kannst du dein Kopftuch ausziehen, wenn du in der Schule bist? Nein, da sind ja auch andere Menschen, deswegen trage ich da auch nicht. Schwierig, ne? Ja. Kannst du dein Kopftuch ausziehen, wenn du im Auto bist mit mir? Wenn wir irgendwo hinfahren, eine Spritztour machen? Nein. Wieso? Weil die Leute sehen uns ja auch, die können ins Auto reinfahren. Stimmt, klar. Und kannst du dein Kopftuch ausziehen, wenn wir Besuch bekommen? Kommt drauf an, wer zu Besuch ist. Wenn es zum Beispiel meine Eltern sind oder so, dann ja. Wenn es aber zum Beispiel Freunde sind oder so, dann nicht. Dann ziehe ich da mein Kopftuch an. Klar, stimmt.